Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Corona-Krise hat der europäischen Wirtschaft einen bösen Dämpfer verpasst. Weil bald alle Handelsaktivitäten in den letzten drei Monaten sind zum Stillstand gekommen oder müssen auf ein ganz niedriges Niveau raufgefahren gehen. Auch hier, wo es schenkt, dass man die erste Welle ein bisschen in der Kontrolle halten können, gelten trotzdem Rutschbeschränkungen für die Gestaltung von unserem normalen Alltagsleben und damit auch von den Handelsaktivitäten. Diese Beschränkungen haben natürlich immer noch einen Abfluss auf Konjunktur. Weil alle Mesure, die die Ausbreitung vom Virus verhindert, auch ein Bremse für verschiedene Wirtschaftsaktivitäten auszufeiern. Ich denke nur zum Beispiel an die Eventbranche. Die Quäse über die Welt zum Allein kommen. Dieses Jahr gibt es keine großen Evenemente. Es gibt keine Fußball-Europameisterschaft, Tomorrowland für die, die auf der Musik stehen, oder das Oktoberfest für die, die gerne deutsche Bier trinken. Und auch zuletzt werden die großen Evenemente wie VOA, der Blues Festival oder die Festivitäten zum Nationalfeiertag nicht stattfinden. Was mich natürlich auch persönlich ein bisschen traurig macht, weil das aber immer flott bei denen Fester zu zelebrieren. Und Herr Bauler, ja, auch all die Krisch fällt das tut, soweit ich das Matkritu leider flach, sei denn der Burschmeister geht was etwas anderes zu. Nicht stattfinden von diesen Evenementen bringt natürlich für die Organisatoren und auch Partizipanten integral ein Pferd mit sich. Am Fall, wo das Arbeiter an Independenten kein gleichwertiges Ersatzabkommen kriegen, sind sie natürlich um ihre Existenz bedroht. Sanitäre Restriktionen, die müsste getroffen gehen, haben also einen ganz direkten Effekt auf das Schärfe von Valoren an unserer Wirtschaft. Weil das Mesuren mehr restriktiv sind, wird mehr Leute darunter gehindert gehen, hier Arbeit zu realisieren und damit auch Valor an unserem Wirtschaftssystem zu pumpen. Das gesagt ihnen dann in den Zuhören, von notamment der PIB abbricht. Die EU-Kommission rechnet dieses Jahr mit einem Abbruch von 7,5% per Rapport zu 2019. Das sind an absoluten Zahlen rund 1 Billion Euro, die an den letzten drei Monaten nicht geschafft werden. 1 Billion Euro, die nicht in Arbeitskont realisiert, gehen an der Zukunft doch nicht mehr realisierbar aus. Die suchen die Wolle als verloren. Das ist ein Lach und es gibt keine andere Möglichkeit, weil auch über Ersparnisse und Kredite dafür zu sorgen, dass das Loch von 1 Billion Euro nicht die Falsche an unserer Gesellschaft verschlingt. Aus diesem Grund hat die EU-Kommission an der Rot decidiert, insgesamt 540 Milliarden Euro zu mobilisieren, an dem die EU-Länder auf den Finanzmärkten für gute Konditionen schnell und einfach so lehnen können. Und so hoffentlich Konsequenzen von der Covid-19-Krise auf die Ökonomien aufschwächen können. Ich betone, dass es sich hierbei um Prämien handelt, die die Mamba-Länder unbeurteilt von ihrer Staatsschuld können abholen, an die aber irgendwann in Zukunft müssen zurückbezahlt gehen. Ah ja, und Herr Giberia hat recht, wenn er kritisiert, dass die Staatsschuld regelmäßig nicht aufgebaut wird. Wer den aber ehrlicherweise muss sagen, als dass Lützeburg zum Beispiel, trotzdem, dass es alle Jahre auf dem Markt zu lehnt, kein Default gemacht wird. Alle Prä, die geholt werden, als mit Zins und Zinseszins zurückbezahlt werden. Und das zu erwarten, dass auch hier Destinatäre von diesen Prähen das zusammen mit den Zinsen und Zinseszinsen zurückbezahlen. Insgesamt gehen drei Finanzierungssäulen abgestellt für die bestehenden Unternehmen und die Leute direkt gegen die Covid zu finanzieren. Die Finanzierung lief einmal über den Europäischen Stabilitätsmechanismus, einmal über die EIB, die Europäische Investitionsbank und einmal über das Sicherheitsnetz, was dem Chômage partiell ganz nah kennt man Makronym SCHUR. Das Fonds sind gedeckt mit staatlichen Garantien, weil ohne Garantien, dass wir Schipferin den Prä hat, gibt es kein Geld auf dem Markt. Das Garantien betreffen dafür auch Lützeburg, wo man mit jeweils 77 Millionen an einmal 33 Millionen das Fonds garantieren.
für dat aner EU-Länder zu gute Konditionen suchen, ob de Finanzmärkte lehnen können. Es kann ihn darüber diskutieren, ob die Mobilisierer zum Tue geht, die gelenkt, weil sie stellt, wie ich schon gesagt habe, nämlich enttäuschend von der Billion durch, die von der Covid-19-Pandemie zerstört wird. Auf jeden Fall hat die EU hier etwas müsste machen. Wenn es handelt sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, um die größte wirtschaftliche Schock hinter dem Zweiten Weltkrieg. Und die EU hat etwas geliefert. Mit dem alle guten EU-Länder können zu guten Konditionen Geld leihen. Nun können wir darüber diskutieren, ob es die perfekte Lösung ist. Und egal, was für eine politische Richtung in hat, ist all Kompromiss nie die perfekte Lösung. Aber ein Kompromiss ist das, was an Verhandlungen nun mal rauskommt. Dass das mit dem Gipfelrein ein bisschen leben kann und mit dem Gipfelrein noch ein bisschen ein Bemol holen. Dafür wundert ihr euch nicht, wenn ich nicht 100% mit dem Projekt hier einverstanden bin. Mit das, was wir zusammen an der EU konnten, abstellen für die Leute, die Unternehmen und den einzelnen Ländern zu helfen. Am Anfang unterstützen wir dieses Projekt also mehr an der Form. Haben wir ein bisschen dynamisch Probleme gesehen wie der Staatsrat. Den kleinen Puffer von 40 Millionen, den angesagt wurde, für sehr können weiter suchen zu mobilisieren, das ist an uns nicht wie eine transparente Politik, wo ihn für so suchen bei Chamber könnt, geht funktionieren. Wenn wir von Transparenz schwätzen, will ich aber mal froh an den Raum stellen, wie das Kredite dann gemanagt gehen. Wie kontrolliert das zu und auch bei den Ländern, die sie wirklich brauchen? Die EU selber kann nicht das Micromanagement von all einzelnen Kredit machen. Die EU ist keine Bank, die einzelne Kredite verdient. Das heißt, die EU ist auch nicht responsabel, dass die einzelnen Suchen, den einzelnen Euro bei den Leuten oder bei den Unternehmen kommen. Hier ist all einzelne Land an der EU forciert, abgerufen, die nötig administrativ die Marschen zu schaffen. Für so zu garantieren, dass sie in die EU kommen, wo sie gebraucht gehen. Also wie als Piratenkollege im Europaparlament es schon so denn. Die Responsabilität liegt ganz klar bei den Regierungen und Parlamenten, für zu gucken, dass sie, die hier können gelenkt gehen, dort zum Ersatz kommen, wo sie gebraucht gehen. Dafür fanden wir Piraten nicht wichtig, dass es kontrolliert wird, für dass das Gelder nicht bei Multimillionären und ausländischen Investisseuren landen, mit wirklich an der Realökonomie, da, wo es uns zum Kollaps feiert. Weil die Kredite, liebe Kolleginnen und Kollegen, das darf man nicht vergessen, die durch Steuergelder garantiert gehen, die durch Steuergelder um Ende vom Tag finanziert gehen. Und da darf es eben nicht zu Abühe kommen, und da ist eine extrem Vorsicht beim Deboursement, aber bei den Kontrollen davon nötig. Und ich hoffe, und ich bin mir sehr confiant, dass unser Finanzminister auf europäischem Plan alles wird durchsetzen, dass das Garantien angefordert gehen. Dass Zuen da sollen kommen, wo sie gebraucht gehen. Weil, wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir hier ein Schein 540 Milliarden schwer Usinagas produziert, die zur Selbstbereicherung von denen beiträgt, die uns schon genug haben. Aber wenn das soll sein, dann feiert das zu mehr Politikverdrossenheit, liebe Kolleginnen und Kollegen, die definitiv nicht weiter muss promoviert gehen. Zum Schluss, Herr Präsident, will ich mich aber noch beim Reporter von diesem Projekt dem Merci sagen, weil und hat dieses Projekt ganz gut durchgestellt. Das ist kein einfaches Projekt mit ganzen drei Säulen. Und dementsprechend kann ich auch den Akkord von unserer Sensibilität für dieses Projekt gehen. Es ist nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird den Herrn Finanzminister Pierre Graminia.